Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Weiter geht's im Trainingsbereich mit dem nächsten Charakter. So, nämlich zeige ich euch jetzt die Schweizerin, die Healerin aus Schweiz. Mercy heißt sie, genau. Finde ich sehr, sehr stylisch hier mit den Flügeln. Ja, Ogo Ogo. So, sie hat eben so einen Stab hier. Den kann sie im Uhrzeigersinn drehen und dagegen. Im Uhrzeigersinn gelbes Licht, das ist ein Strahl, der heilt Verbündete. Und der verstärkt den Schaden. Wie sie gerade selber gesagt hat. So, da seht ihr es. Eben, da der Caduceus heißt er anscheinend. Halt einen Verbündeten gedrückt halten, erhöht den Schaden eines Verbündeten gedrückt halten. Ja, links und rechts Maustaste. Da hat sie noch als zweite Waffe eine Pistole, automatische Handfeuerwaffe. Engelsschwingen passiv, lässt sie durch die Luft gleiten, gedrückt halten, wenn man auf einen Verbündeten zielt, glaube ich. Ne, das ist Schutzengel, genau. Und Engelsschwingen, da gleitet man einfach, okay. Lässt einen zu einem Verbündeten fliegen. Das ist das Shift links. Und Wiederauferstehung ist hoppala. Jetzt wieder aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen. So, ja, Wiederauferstehung ist die Ulti. So, ich kann keinen Schaden machen, außer mit dieser Waffe. Macht sehr, sehr wenig Schaden, wie ihr seht. Aber es reicht schon. Ne, sie muss ja auch mit dem Notfall verteidigen, sozusagen. Ja, ich will es jetzt mal ausprobieren mit dem Gleiten. Das habe ich selber noch nie so wirklich exzessiv genutzt. So. Zack. Oh, tatsächlich. Ich kann gedrückt halten. Zack. Und dann... Ja, Kuh kann ich jetzt nicht benutzen, ne? Weil es sind keine Leute da. Deswegen gehen wir direkt in ein Match. Und dann kann ich euch zeigen, wie man heilt und wie man den Schaden verstärkt und wie man Leute wiederbelebt. Sie müssen ja sonst eben warten und sie kann sie eben an Ort und Stelle wiederbeleben. Das ist eben der Vorteil dieser Ulti. Ja, ich bin mittlerweile hier Level 14, wie ihr vielleicht oben rechts gesehen habt. Mombani, ja. Ich habe die ganzen schönen neuen Karten gepriesen und jetzt kommt immer dieselbe. Ja, auch nicht schlecht, ne? Sehe ich von rechts nach links durch? Ne, das meine ich nicht. Zu viele Defensive schon. Hier keine Tanks, wenig offensive Helden, zu wenig Scharfschützen. Ne, zu viele. Scharfschütze zählen eben hier Hanzo und Widowmaker, das sind Scharfschützen. So. Immer noch zu viele Scharfschützen, keine Tanks. Einer muss noch wählen und ein paar sollten wechseln. Es sind viel zu viele Scharfschützen, willst du mich verarschen? Und zu viele Defensive. Ja gut, das ist. Ist nicht mein Problem. Ich mache das hier jetzt nur fürs Video und mich jedes Mal anpassen geht nicht, weil dann würde ich die Charaktere nicht alle durchkriegen, weil die Leute mehr oder weniger dieselben wählen immer. Jetzt kriegst du 50 Schaden. Hier, so kann ich eben seinen Schaden verstärken. Ihr seht den Strahl, so kann ich ihn heilen. Ah genau, so kann ich schwing zu denen fliegen. Mit Shift links. Hat eine ganz kurze Abklingzeit. Oder ist das irgendwie nach Reichweite, wie lang die Abklingzeit ist? Nö, ist immer gleich lang. Putz, 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 putz. Ah, seht ihr, da vorne warten die schon auf uns. Soll ich vielleicht... Ja, wo sind meine Boys? Da ist einer. Es ist Zeit zu handeln. Wo ist denn jetzt? Da, ich glaube, ich verstärke mal seinen Schaden. Oder wen haben wir noch hier, der verstärkenswert ist? Ja, eigentlich alle, ne? Gucken, der flankiert hier ist nämlich schön. Weil die werden Widowmaker da vorne wahrscheinlich gleich ausschalten, weil die frontal auf die zurennt, wie es aussieht. Frontal, Berontal. Ja, Junkrat, der ist auch ziemlich cool, finde ich. War mir auch am Anfang unsympathisch irgendwie. Ich mochte ihn nicht so. Aber ist doch ein sehr cooler Held. Ja, Junge, wie wär's mit Angreifen? Ah, jetzt. Ich bin noch da. Ja, den kann ich verstärken. Der ist nämlich richtig übel. Im Nahkampf zerstört er die alle. Sie haben dort ein Geschütz. Hey Junge, was machst denn du? Wieso greift denn hier keiner an? Gut, Hanzo, du vielleicht? Hast du vielleicht Lust zu kämpfen? Wie sieht's aus? Oh ja, heilen. Zack, da seht ihr es. Ich bringe ihn wieder hoch. Und jetzt Hanzo. Hat jemand den Arzt gerufen? So, immer schön voll machen die Boys. Ja, Junge, wie wär's, wenn du dieses Ding mal zerstörst, hä? Spacko. Oh, oh yeah. Heroes never die, sagt sie auf Englisch. Klingt auch sehr, sehr cool. Okay, ich hatte auch nur aus dem Trailer. Oh boy, du bist ja verletzt.
Komm, gib ihm Ollisaurus. Autsch! Und eben, während ich ihn heile, heile ich mich auch selber. Das ist ganz praktisch. Oh boy. Ja gut, den kann ich nicht mehr retten. So leid es mir tut. Oh! Ich bin nicht... Aua! Ich bin nicht Dingens. Total hilflos, was ich sagen. Oh boy. Na, du Trottel. Ich brauche Heilung. Oh boy, die sind kritisch. Wo seid ihr denn? Ihr kritischen, kommt rum. Ja, jetzt kann ich wieder meine Ulti einsetzen, wenn die Boys da vorne drauf gehen gleich. So, was ist ein kritischer Kollege? Oh, Buddy. Autsch, hey, die haben mich gekillt. So haben wir nicht gerechnet. Wie liegt die denn da? Ah, der Hanzo hat mich weggesnabelt. So, Friends, kommt mal rum hier. Ich will mich. Ich bin bei dir. Hat jemand den Arm gerufen? Bleib doch da. Ich heile dich, Junge. Ja, ist dem völlig egal. Der rennt in die Gegner rein. Ach du Kacke. Da macht er üblen Damage, aber egal. Ulti! Heroes never die. Nein, ich konnte es nicht mehr einsetzen. Ah doch, lol. Sweet, jetzt habe ich sie alle wiederbelebt. Schaut mal, vielleicht seht ihr es noch in der Killcam. Schwing, da stehen sie wieder. Und nochmals von vorne. Nochmals von vorne. So, jetzt kommt die Schweizer Heilung mit 13 Kreuzen. Natürlich aus Schweiz. Oh boy. Hanzo Ulti, wo kommt die raus? Die geht einmal quer durch die Map, glaube ich. Ja, es tut mir leid, Schnurri, ich kann dich nicht mehr heilen, du bist tot. Buddy! Komm, ich halt mal ein bisschen mit drauf. Oh boy, jetzt ist er draufgegangen. Ja, mal gern doch. Ja, Junge, jetzt macht er mal Damage. Töte ihn, ich heile dich. Noch 30 Sekunden. Oder sie. Junge. Jetzt mach doch was. Ah, nice. Jetzt macht er seine Ulti. Ja, aber nicht so der Hammer. Noch 10 Sekunden. Da ist einer tot. Helden sterben nicht. So sieht's nämlich aus. Hey, du bist verwundet. Jo, Niederlage. Kann man nichts machen, aber ich glaube, jetzt habe ich einen besseren Job gemacht. Ich werde zwar durch fürs Heilen auf keinen Fall in der Aktion der Runde auftauchen, aber... Ja, im Heiler des Spiels Bigger Master. Bigger Master! Aber gut, vielleicht werde ich dann später gelobt für viel Heilung. Mal schauen, wie viel ich gemacht habe. Der hat gut einen weggenutzt hier. Das war... Okay, es war einer vom gegnerischen Team. Hey, seht ihr? Hier, wiederbelebte Spieler, 20% der Teamtoten. Ja, ich bewerte mich nur selber. Schaut euch mal diese Snitches an, ja? Es gibt 6 Leute hier und auch die können andere bewerten. Die legen nicht mehr Bewertung ab. Nicht mal für die eigenen Leute. Ich unterstütze die Healer eigentlich immer, wenn ich die... Ja, wenn ich kann. So. Stufe 15 erreicht. Tada! Lootbox halt, na genau, kann ich euch zeigen, was da drin ist. So, das Ding war durch. Ogo Ogo. Zack, Box. Mit, wer hätte es gedacht, Loot. Da gibt es halt so, ja, so Sachen, ne. Hier könnt ihr euch in der Hoppala Heldengalerie anschauen. Bastion, Sprays, das sind so Tags, die man in die Wand schmieren kann. Das ist nur so ein Nice-to-Have-Gimmick. Bei ihm hier auch, dass da so eine Patrone. Bampf, aha. Weiß nicht, was das heißen soll. Badass Motherf... Ich weiß nicht.
Und Zarya. Kenn ich auch nicht. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Scheiße, was ist das? Okay, egal. Gut, nächster Char, würde ich sagen. Training. Ogo, Ogo. Ah ja, ich weiß, wer jetzt kommt. Es tut mir schon fast weh, das sagen zu müssen, aber Lucio, schaut ihn euch an. Aber er ist wirklich cool. Es macht Spaß, ihn zu spielen, muss ich zugeben. Wie schwer es mir auch fällt. So. Er kann hier seine Ulti. Soundbarriere erzeugt kurzzeitig Schilde für Verbündete in der Nähe. Dann Crossfade wechselt zwischen zwei Songs. Der Heilungsboost heilt nahe Verbündete. Der Tempoboost erhöht ihre Geschwindigkeit. Dann Aufdrehen erhöht die Effektivität des aktuellen Songs. Schallwellen erzeugt eine Schallwelle mit kurzer Reichweite, die Gegner zurückstößt. Schallverstärker, Schallprojektilwerfer. Und Wallride lässt sich an Wänden springen und ihn entlang gleiten gedrückt halten. Ja, genau. Wir können da zum Beispiel sowas hier machen. Wuhu! Der hat halt so, ja, so Inline-Skates an im Prinzip, so lasermäßige. So haben wir hier mit rechter Maustaste Butz, zum Teil, dass die Gegner zurückstößt. Linke Maustaste schießt er so Salven. Zack. Jetzt habe ich eben den Heilungssong drin. Mit Shift kann ich wechseln. Ihr hört es eben, der Song ist da anders. Geht voll ab. Da sind wir eben viel schneller unterwegs. Zurück zum Absender. Und eben, wenn ich dann den Song auf Heilung mache, dann kommt so ein bisschen was Chilligeres. Und ja, er verstärkt eben Heilung, wenn ich dann jetzt E drücke. Zack, verstärkt meine Nähe sozusagen die Heilung der Verbündeten. Und ich muss sagen, diese Salve, die ist echt cool. Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber Lucio ist halt so ein kleiner Flinker und der nervt so übertrieben. Aber was cool ist, man kann selbst andere nerven, wenn man ihn gerade hat. Und so sieht die Soundwave aus. Jetzt wird's massiv. Nice. So, und das erzeugt eben die Schilde für die Verbündeten. Gut, genug hier rumgekaspert, ab in ein Match und Spieler nerven. Der macht nämlich richtig Laune, der Junge, weil man damit eben auch andere gut nerven kann. Und man ist auch echt nützlich. Eben Symmetra und... Ja, was noch? Nee, eigentlich nur Symmetra, die gefällt mir nicht. Mercy ist cool. Lucio ist cool. Und wer? Einer war auch noch da. Irgendein, der erste, den ich gespielt habe. Ah, hier. Zenyatta. Nee, stimmt, der war auch cool. Also bisher gefällt mir von denen nur Symmetra nicht. Okay, Ogo. Hier ist zu viel Unterstützungshelden, das ist mir aber gar nicht egal. So, du, geh mal weg, du auch. Los geht's. Oh, nice, schön, Porter. Achso, es ist nur so ein... Ja, es ist, das Match geht schon los, sieht zwar so aus, aber es wird gleich alles zurückgesetzt. Ich hab dich im Visier. Oh, da vorne geht's los. Alles klar, Song umschalten. Und Gegner nerven. Wuhu! Ein Assist schon mal. Oh yeah, oder sind wir schon in ein laufendes Match gekommen? Yeah, Dragonfly eliminiert, das war jetzt unser Kill. Nice, Rest hier, Holle. Von wegen zu viel Unterstützungshelden. Man kann nicht zu viel Unterstützungshelden haben. Ja, lokalisier du nur. Oh, der Junge ist einfach so flink. Wuhu. Oh boy, jetzt bin ich gerade voll reingefahren. In die Ulti von Hanzo. Ja, sweet. Ah, verdammt, jetzt hätte ich euch den Wallride zeigen können. In der Killcam. Ah, nice, sie hat mich gerest. Sweet. Okay, wir sind wohl echt in dem laufenden Match, weil ab und zu kann man im Match ja so ein bisschen anfangen schon. Und danach wird man zurückgesetzt. Und ja, es geht los. Also, es geht dann erst später los. Das ist erstmal so ein kleiner Vorgeschmack sozusagen. Aber ja, jetzt sind wir wohl echt in dem laufenden Match drin. So, komm ran, mein Freund, ich sehe dich. Eben, das ist hier kein Wallhack, sondern ich sehe das wegen der Ulti von Widowmaker. Hä, hey, wo ist denn der Junge jetzt hin? Ist der hoch oder was? Autsch, okay. Dem direkt entgegen ist wohl keine gute Idee. Was hat er denn gemacht? Hat er die Raketen auf mich abgeschossen?
Ja, hat er, okay. Die macht nicht übel Damage. Oh, nice one. So, Zack. Wuhu! Jetzt gehen wir richtig übel ab. Sind total schnell. Indem wir diesen Song verstärken. Und jetzt können wir gleich unsere Ulti schon wieder einsetzen. Was heißt schon wieder? Wir können sie überhaupt mal einsetzen. Oh boy, hier ist ja gar kein Mensch. So, Junge. Boah, Alter, was für ein Zappler. Oh Gott, die sind ja alle da. Ja gut, die Ulti war umsonst, ne? Und man wird natürlich nicht von dem Raptor gekillt, den man sieht, von dem, sondern von den beiden, die an den Seiten lauern. Ja? Wie wir in Jurassic Park gelernt haben. Ich habe den einen verfolgt und der andere hat mich getötet. Ich hab dich im Bau! Boah, du Zappler, geh doch mal weg, Junge. Stecken wir durch. Ah, die heilt den. Die Sau. Ja, wo bist du? Yes, weg ist sie. Und jetzt stirbst du auch, mein Freund. Ja, weg mit dir. So gehört sich das. Alles klar. Heilungssong ist aktiv. Nice. Hab ich ein Schild bekommen von Symmetra. Autsch. Da oben ist sie so. Ah, wieso kann ich nicht zurück? Wand. Na, wo sind die Gegner? Oh ja. Boots, Schutzschild, Junge. Ja, wo sind die Boys? Ah, da. Ich habe mir sogar getroffen. Wo ist denn der? Ja, ja, schreit nur rum. Geht gut ab, yo, so sieht's aus. Ja, mit vielen Heilern kann man auch was reißen, wie es aussieht. Gut, wir müssen das Ding jetzt verteidigen. Noch eine Minute 16. Wenn wir das schaffen, dann sind wir good. Und dann läuft die Sache wie von selbst. Oh boy, Drache. Sniper. Noch 60 Sekunden. Oh. Reaper ist am Start. Weg mit dir. Yay, Killstreak als Healer. Nicht schlecht. Autsch. Ich wurde gesniped. Weg mit dir. Irgendwann habe ich sie. Die bleibt bestimmt da vorne jetzt. Was? Da will aber gar sein, dass wir sterben. Noch 10 Sekunden. You can see me. Und das ist der erste Sieg. So sieht's aus. Geil, Leute. Ich freue mich. Da seht ihr, sind Skater. Saturum, so, so. Ja, der kann sich in so einen fetten Panzer verwandeln. Oder in ein Geschütz, eher gesagt. Ja, der ist schlau, teleportiert sich direkt vor ihn. Ja, der hat gut einen weggebaut. Welche bounced. So, hier. Vorsicht, Heilung. Geblockter Schaden, oh, das ist ordentlich. So, mal gucken, wer kriegt ihn. Eliminierte 57 Kill-Assists. Ja, why not? Ja, komm hier, den Tank. Nein, ich hab's jetzt verpeilt. Blöd von mir. Aber gut. So, das waren die nächsten beiden. Und im nächsten Training sehen wir es dann mit dem nächsten Charakter. Leute, ich hoffe, das waren doch jetzt alle, oder? Ich muss mal kurz schauen. GG, ja, du sagst es. Ja, stimmt, jetzt haben wir alle Healer durch oder alle Unterstützer.
Also, bis zum nächsten Mal. Da schauen wir uns mal zum ersten Mal die Tanks an. Ja. Ja, komm, machen wir es einfach so. Alles klar, Leute, ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal bei Overwatch. Haut rein.